Guten Tag und herzlich willkommen. Dies ist das Spiel des Internationalpokals zwischen Brasilien und der Ukraine. Wenn wir uns umschauen, gibt es kaum Lücken im weiten Rund. Das Stadion ist voll. Brasilien ist heute das Heimteam. Ich bin Klaus Grunewald und mit mir in der Kommentatorenbox sitzt Bernd Schuster. Nun werden wir sehen, wie die Mannschaften im Turnier starten können. Auf jeden Fall wird das erste Tor im ersten Spiel wichtig sein, da es der erfolgreichen Mannschaft unglaubliche Sicherheit gibt. Danke, Bernd. Die Menge wartet schon ungeduldig auf den Anpfiff. Das sind die Startaufstellungen für beide Teams. Carlos Moreno pfeift das heutige Spiel. Das ist der Anstoß. Schauen wir uns die Mannschaften an. Die Mannschaft, die von links nach rechts angreift, ist Brasilien. Und die Mannschaft, die von rechts nach links angreift, ist die Ukraine. Zu Rebrov. Kann er ordentlich flanken? Die Verteidigung steht sehr gut. Kurz zu Nummer 10. Er leitet ihn direkt weiter. Das ist ein solides Verteidigungsspiel. Er schlägt ihn rein. Gut abgewehrt. Jetzt wird es spannend. Nicht schlecht gemacht von... Nummer 4. Pass zu Nummer 5. Er zielt aufs Tor. Die erste Viertelstunde ist vorüber. Was kann er aus der Chance machen? Der Ball geht ins Tor aus und das heißt Abstoß vom Tor. Die Anzeigentafel zeigt noch keine Treffer. Er spielt ihn lang nach vorne. Er stoppt den Ball mit seinem Oberkörper. Schöne Mittelfeldarbeit hier. Er versucht den Schuss. Bisher noch keine Tore auf beiden Seiten. Gute Idee, aber zu durchsichtig gemacht. Er geht direkt durch die Mitte.
Sie spielen sehr diszipliniert in der Abwehr. Brasilien wird lautstark von den Fans angefeuert. Aber jetzt müssen sie auch etwas zeigen. Und er zieht ab. Wieder gut abgewehrt. Einwurf. Zu Nummer 11. Oh, das war leichtfertig. Kurz zu Nummer 11. Er zielt aufs Tor. Das war ein starker Versuch von Nummer 11. Aus der Distanz geschossen. Der Keeper hat ihn sicher. Er sucht den Vordermann. Passt nach rechts. Mehr als 30 Minuten sind verstrichen. Schewtschenko. Er nimmt ihm den Ball ab. Das ist ein Abstoß vom Tor. Er schießt aus der zweiten Reihe. Pass zu Nesmajny. Nummer 5. Hat da gut aufgepasst. Nach rechts. Kein Problem für den Torwart. Ballbesitz verloren. Noch 5 Minuten bis zum Pausentee. Der Ball geht ins Aus und das heißt Einwurf für die Ukraine. Er nimmt Maß. Er schüttert das Gebäck. Nach links. Sie wollen das Tor einfach nicht zulassen. Das könnte Abseits sein. Sie haben den Ball verloren. Zu Popov. Kurz zu Vorobay. Die reguläre Spielzeit ist vorbei. Es geht noch 1 Minute. Weitschuss aus der zweiten Reihe. Ja, da ist das Tor. Er haut ihn rein. Gerade noch vor dem Halbzeitpfiff. Das ist die Führung. Es hält keinen mehr auf den Sitzen. Ja, dieses Tor zeigt, was für ein erstklassiger Spieler wirklich ist. Das war einfach ein herrlicher Schuss. Das Tor hat ihnen sichtlich Sicherheit gegeben. Sie haben die Zügel jetzt fest in der Hand. Vorobay. Kommt er den Ball vernünftig rein? Das wird ein Abstoß vom Tor sein. Der Schiedsrichter hat zum Pausentee geladen. Das war ja bisher eine exzellente erste Halbzeit für Brasilien. Absolut. Sie sind sehr gut vorbereitet in diese Begegnung gegangen und haben das Spiel frühzeitig an sich reißen können. Jetzt gilt es, auch in der zweiten Hälfte die Initiative zu behalten. Danke, Bernd. Zur Halbzeit steht es damit 1-0. Beide Teams sind wieder zurück auf dem Rasen. Also, wo immer Sie uns auch zuschauen, wir hoffen, Sie haben Ihren Spaß und genießen das Match. Brasilien bekommt die Ecke. Das ist die Chance zum Torerfolg. Gut weggeschlagen.
Der Ball ist weg. Den hat er sich gut geholt. Oh, Zentimeter nur verpasst. Den haben alle schon im Netz gesehen. Oh, war das knapp. Pass zu Popov. Steil in die Spitze. Er schießt aufs Tor. Er schießt aus der zweiten Reihe. Die Ukraine beim ersten Eckstoß. Jaschkin muss jetzt was zeigen. Gefährlich! Er verliert ihn. Oh, gekonnt gemacht. Das ist ein Einwurf. Zu Jaschkin. Passt nach links. Spielt ihn nach vorne. Der ist im Aus. Einwurf. Aus dem Strafraum geschlagen. Einwurf. Er schlägt den Ball nach vorn. Carlos Moreno pfeift das Foul. Der Schiedsrichter belässt es bei einer Warnung und lässt die Karte stecken. Kurz zu Popov. Jaschkin. Spielt nach links ab. Spielt den Ball nach vorne. Der Ball ist weg. Pass zu Popov. Zu Vorobei. Die Ukraine wird wechseln. Den schießt er drauf. Den hat er gut abgewehrt und zur Ecke gelenkt. So, da haben wir die erste Auswechslung in diesem Spiel durch die Ukraine. Jaschkin muss jetzt was zeigen. Er spielt ihn kurz. Kurz zu Nummer 10. Sie verlieren den Ballbesitz. Ich glaube, sie müssen in Zukunft wirklich ihr Passspiel verbessern. Auf alle Fälle. Sie hätten einige gute Chancen gehabt, wären die Abspiele nur präzise gekommen. Er könnte jetzt die Flanke reingeben. Der ging über die Linie. Spielt den Ball nach rechts. Eine knappe halbe Stunde der zweiten Halbzeit ist vorüber. Nummer 5. Gutes Dribbling durch die Mitte. Und er verliert den Ball. Nummer 5. Fängt den Ball ab. Aus der Distanz geschossen. Nachschuss. Abseits angezeigt gegen Nummer 18. Pass zu Popov. Zu Vorobei. Brasilien muss jetzt in den verbleibenden Minuten sehr vorsichtig agieren. Richtig, die letzte Minute des Spiels erscheinen dir oft. Der ging rein! Was für ein fantastischer Schuss! Sie haben die Führung übernommen. Das Stadion tobt. Die Verteidigung lässt den Angreifen im Moment einfach viel zu viel Platz. Wenn sie das nicht abstellen, wird das Ergebnis am Ende noch viel schlechter ausfallen. Brasilien führt jetzt mit 2 Toren. Er könnte mit links flanken. Kurz zu Nummer 6, Nummer 18. Es bleiben jetzt noch 5 Minuten plus Nachspielzeit. Gebremst von Nummer 2. Pass zu Nummer 11. Passt nach rechts.
zu Vorobaj. Schön geflankt. Nummer 7 passt direkt weiter. Kurz zu Nummer 18, Nummer 11. Pass zu Nummer 18. Zu Rebrov. Lang auf Schewtschenko. Die Flanke kommt rein. Nach links. Kurz zu Vorobaj. Da kommt der Schuss. Tolle Parade. Jaschkin. Pass zu Rebrov. Abstoß vom Tor. Rückpass. Das war stark gemacht von Rebrov. Der Schiedsrichter pfeift ab. Brasilien ist der Gewinner. Hier hat heute alles gestimmt. Spielorganisation, Raumaufteilung und taktische Einstellung waren ausgezeichnet. Außerdem haben sie wirklich einige feine Techniker im Team. Danke, Bernd. Im Namen des ganzen Teams bedanken wir uns, dass Sie heute mit von der Partie waren. Bernd Schuster und ich, Klaus Grunewald, wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Abend.